Hallo Leute, willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Ich hoffe, dir geht es gut. Und in diesem Video zeige ich euch ein paar neue Triggers. Denn ich habe mir neue Triggers für meine Shorts gekauft, aber auch für meine langen Videos. Denn ich habe derzeit, oder generell, ich habe jetzt mehr Zeit, da ich mit dem Studium fertig bin. Und ich freue mich extrem, diese Zeit mehr ASMR-Videos zu investieren. Deswegen habe ich mir ein paar neue Sachen gekauft. Und die Sache ist, wenn man ASMR-Videos macht, kauft man sich so Dinge, die braucht man nicht. Aber man freut sich extrem, sie zu haben, weil man damit kreieren kann und einfach, ja, Videos produzieren kann. Fangen wir mit der ersten Sache an. Ich habe mir Holz-Lollis gekauft. Braucht man nicht, aber die sind cute. Ich brauchte die für ein oder mehrere Shorts, TikTok, ASMR-Videos. Welchen Lolli würdest du gerne haben? Wir haben den Classy Lemon. Schmeckt, wie der Name schon sagt, nach Lemon. Sehr erfrischend, aber nicht zu sauer. Dann haben wir Spring Start. Das ist ein eher beeriger Lolli. Also schmeckt so ein bisschen nach Himbeere. Sagen. Genau. Nee, der ist nicht so süß. Es geht. Dann haben wir The Heartbeat. Einer meiner Lieblings-Lollis. Das ist auch ein Beerenlolli. Der ist ein bisschen süßer als der andere. Also ich esse, also er ist nicht zu süß, aber schon ein bisschen süßer. Er schmeckt nach so Heidelbeere, Himbeere, ganz leicht nach Cranberries, so ein Mix. Dann haben wir Energy Wave. Das ist dieser hier. Der ist inspiriert an isotonischen Getränken. Also er schmeckt sehr nach diesen isotonischen Getränken. Und man fühlt sich auch so ein bisschen erfrischt, energiegeladen nach dem Lolli. Dann haben wir Happy Smile. Dieser Lolli schmeckt nach Zitrone. Und er heißt so, weil jedes Mal, wenn man den so ein bisschen das erste Mal schmeckt, sozusagen, muss man direkt lächeln, weil sich alles so ein bisschen zusammenzieht. Weil er so ein bisschen sauer ist. Genau. Er schmeckt aber gut. Der letzte Lolli, der heißt einfach nur Classy. Der ist der beliebteste unter den Sorten, kann man sagen. Und der schmeckt nach Orange. Genau, ich esse den auch am liebsten. Ich mag so gerne Orangengeschmack. So, welchen würdest du gerne haben? Lemon, Heartbeat, Spring Start, Energy Wave.
happy smile or classy. Kleines Rollenspiel. Ja. Genau, eigentlich habe ich mir dieses Set gekauft, weil ich diesen Lolli haben wollte für eine Emoji-Challenge. Wisst ihr? Es gibt ja diesen Emoji mit dem Lolli und dieses, mit diesem Muster drauf. Habe ich mir noch einen Trigger gekauft. Und das ist ein sehr, sehr bekannter Trigger. Gefühlt alle ASMR-Artisten haben schon diesen Trigger benutzt. Hier drin ist der Trigger. Die Sache ist, ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingstrigger ist. Deswegen habe ich mir ihn jetzt erst gekauft. Aber lasst mir gerne Feedback da, ob ich den öfters benutzen soll oder nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann zeige ich euch jetzt den altbekannten Trigger. Ich habe den mir in Weiß gekauft, weil ich das ganz schön fand. Okay. I don't know. Bei diesem Trigger immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe schon mal ein TikTok gesehen, wo die Person, die zu doll gegeneinander geschlagen hat, also die kaputt gegangen. Ja. Vor allen Dingen finde ich aber das hier als Trigger cool. Dann habe ich mir einen guten Beauty-Set gekauft. Darauf freue ich mich am meisten. Ich habe es noch nicht ausgepackt, da ich es mit euch zusammen auspacken wollte. Besonders freue ich mich auf das hier. Und das hier, glaube ich. Das da. Das meinte ich.
Und das ist wieder so etwas, das braucht man nicht. Aber ich freue mich extrem darüber, weil ich mich auf diese Videos freue. Das erste. Ich glaube, das ist das Parfum. Da waren zwei Sachen drin. Einmal ein Lippenstift. Ich finde die Farbe ganz schön. Das ist Nagellack. Ja. Und hier ist einmal das Parfum.
Hier müsste der Föhn drin sein. Und hat der Lippenstift diesmal. Haben wir hier mal den Föhn. Ich finde die Farbe sehr schön. Und das kann man hier rausnehmen. Dann kommt jetzt der Lippenstift. Tada! Das ist definitiv der Lippenstift. Das müsste das Puderset sein. Das ist das Puderset. Ich finde es richtig süß. Dann macht man das auf. Und hat hier drin so ein. Wie heißt denn das? Gerade den Namen vergessen. Und dann kann man sich.
haben wir hier ein Haargummi, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten eingepackten Paket. Sind mehrere Teile drin. Oh. Haben wir hier einmal einen Spiegel, wo wirklich ein Spiegel drin ist. Deswegen zeige ich ihn euch nur von hinten. Dann haben wir hier mal einen Kajalstift. So sieht er aus. Passend zu dem Kajalstift haben wir auch eine Bandusche. Haben wir nach oben gucken. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil vom Set. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Das ist die Lidschattenpalette.
So sieht die aus. Klein, aber fein. Haben wir hier immer die Farben Rot, Rosa, Lila und Gelb. Welche möchtest du haben? Okay, ich mache das drauf. Einmal Augen zu. Das nochmal kurz. Okay. Sehr schön. Ja, ich finde das richtig cute. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Triggers, die neuen Sachen. Ich freue mich schon, damit zu kreieren. Ich hab euch lieb. Habt einen wunderschönen Tag.